Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil Quinkungs zwischen Sonne und Jupiter. Sehr spannender Aspekt, weil natürlich auch die Sonne im 12. Haus sehr, sehr idealistisch ist. Ja? Und wir hatten bisher oft im 10. Haus den Neptun oder eine Verbindung von 10. Haus und 12. Haus. Aber weil die Sonne auch immer für die herrschende Klasse steht, sehen wir hier ja wieder das Thema Idealismus besonders deutlich ausgeprägt. Also das heißt, hier schwelgen die wahrscheinlich noch immer in Takatuka-Länder-Fantasien, aber gleichzeitig sehen wir, dass mit Herrscher von 10, genau an der Spitze 2, ist noch enger besetzt als hier, aber der ist natürlich viel stärker und bedeutender. Ja? Also die beiden Übeltäter und dass hier der Herrscher von 10 in 2 sehr auf den Boden der Realität zurückkommt und natürlich, wie schon gesagt, sehr majestätisch agiert mit Mars im Löwen. Wir haben noch vergessen, auf diese beiden hinzuweisen. Ja, den Neptun hätten wir auch noch, den Uranus auch noch. Der Mond als Herrscher des 12. Hauses im Steinbock. Mond steht natürlich auch immer für die Bevölkerung. Also das heißt, hier befindet sich die Bevölkerung in einem schlechten Zustand, Leidenszustand, aber Mond im Steinbock heißt starke Gefühle, sehr Disziplin, also sehr disziplinierte Gefühle, große Disziplin, würde für mich aber Herrscher von 12 in 6 bedeuten, dass die Geheimdienstarbeit auch nicht mehr so reibungslos funktioniert. Na klar, weil immer mehr Leute erwachen in der Realität und machen sich immer weniger vor. Pluto als Herrscher des 5. Hauses bedeutet, dass das Wachstum, 5. Haus, Wachstum, in einem schlechten Zustand ist. Naja, ich meine, wir können sagen, wegen Jupiter in 8 in einem Sterbeprozess, das wissen wir ja. Und 6. Haus steht natürlich auch immer für Krankheiten, für schlechten Zustand. Dann haben wir den Neptun im 9. Haus, gut, das ist jetzt keine allzu, wir können uns beziehen auf das ferne Ausland, dass die Kontakte, die Beziehungen eher unklar, sehr schwammig sind, also unscharf definiert, schon sehr idealistisch, sollte, müsste, könnte, aber es ist wenig greifbare Substanz da, könnte auch bedeuten, dass die Justiz noch in einer Art Zwischenwelt hängt, also Justiz weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung sie sich entscheiden soll, weil sie ist ja unabhängig, wie wir wissen, also das ist ganz eindeutig, so steht sie auch im Gesetz drinnen, nur wird das Gesetz halt meistens von Menschen vollzogen. Und hier haben wir den Uranus als Herrscher des 7. und des 8. Hauses im 10. Haus. Auch hier, dieses Thema hatten wir auch schon öfters, dass internationale Verträge zu Ende gehen, ja, und dass das starke Rückkoppelungen auf die Staatsjunta, auf die Staatsführung hat. Also das heißt, auch hier haben wir großen Einfluss internationaler Verträge. Und das Jahresquadrat, das Revolutionsquadrat zwischen Saturn und Uranus zeigt uns auch, dass diese Verträge sich mit den Krankheitsmaßnahmen, die noch sehr, sehr dominant sind, ja, schlagen. Also die passen nicht zusammen. Offensichtlich sind diese Verträge, oder anders ausgesagt, offensichtlich sind die Krankheitsmaßnahmen, die überzogenen Krankheitsmaßnahmen, im Konflikt, im Widerspruch zu internationalen Verträgen. Also daraus erkenne ich, Unrecht, Illegalität steht für mich hier ganz eindeutig geschrieben und es wird daher auf dem Feld des 6. Hauses zu Veränderungen kommen. Würde mich auch interessieren. So, schauen wir mal weiter, was wir da haben. Ich wollte mal hier eine Seite empfehlen, weil das ist mir von verschiedenen Seiten auch empfohlen worden. Es gibt tatsächlich eine meteorologisch interessante Seite, nennt sich der Wetteradler oder nur Wetteradler und hier sollen Klimaerklärungen angeboten werden, welche sozusagen den Fakten entsprechen, sozusagen, weil wir werden ja in letzter Zeit nicht mehr informiert, aber das ist halt so üblich offensichtlich. Es tun sich natürlich wieder interessante, spannende Dinge. In China ist mal wieder ein Kraftwerk explodiert.
Es passiert in den letzten Wochen und Monaten einfach vorher verstärkt. Also wir brauchen uns darüber keine großen Gedanken zu machen. Das ist alles ganz natürlich. Bitte weitergehen. Es gibt hier nichts zu sehen. Zheng Shu versinkt gerade im Wasser. Auch alles vollkommen normal. Ganz normal. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Auch die Nanotechnologie erfreut sich bester Gesundheit. Ja, wir werden schon seit Jahrzehnten von oben beglückt, also wunderschöne Zustände, und natürlich bewirkt diese Aufnahme von Kleinstpartikelchen in unserem Körper auch gewisse Prozesse. Australien nimmt wieder eine Vorreiterrolle ein. Hier wird mittlerweile dazu geraten, sich nicht mehr miteinander zu unterhalten. Also klar, also durch Worte kommt auch schon ganz schön viel Gefahr rüber, das wissen wir mittlerweile. Ich versuche das dann, ja, wie ich das bei einigen Internetseiten gesehen habe, die sie dahingehend manipuliert haben, als sie einfach den Ton abgedreht haben. Man hat dann einfach zwar das Video gesehen, aber halt ohne Ton. Also hier gibt es doch verschiedene Ereignisse, die derzeit laufen. Auch hier in England, interessant, dass hier England steht, weil hier steht nämlich hunderte Briten. England und Britannien sind himmelhohe Unterschiede, aber scheinbar weiß das ohnehin jeder. Also hier ganz interessante Prozesse, wir müssen diese Schlagzeile natürlich positiv interpretieren, das heißt 60% sind bestens geschützt, ist eine interessante Quote, also 60% ist natürlich doch, 60% sind 60%, gar keine Frage, das ist schon ein gewisser Lotteriefaktor. Und auch hier eine interessante Schlagzeile: In Frankreich kommt es zum angeblichen Schulterschluss. Wie gesagt, bei solchen Schlagzeilen wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig, weil solche Schlagzeilen motivieren, hinauszugehen und aktiv zu werden. Und das ist genau das, was sie, glaube ich, von uns wollen. Und hier natürlich ein großer Skandal, ja, also die Rechte nutzen die Not, der Hochwasseropfer brutal aus, sie helfen den Menschen vor Ort, und das ist Zeichen einer starken rechten Gesinnung. Ja, das stimmt definitiv. Wir sehen auch hier auf diesem Foto, zahllose Hilfskräfte greifen ein, packen an, also das heißt, hier wird schnelle Hilfe geleistet, wie wir hier sehen. Also hier, das könnte einer der Einwohner oder Besitzer sein, der beobachtet halt die Hilfskräfte, wie sie halt aktiv ins Geschehen eingreifen. Also großartige Dinge, die hier geschehen. Und auch natürlich, wie man so schön sagt, für Geld kann man sogar den Teufel tanzen sehen. Ich gehe mal davon aus, dass sich Deutschland die Einigung ein wenig kosten hat lassen. Aber alles kostet etwas, alles hat seinen Preis, und die Dinge sind so, wie sie sind. Und daher schreiten wir jetzt zum fünften Teil und schauen uns eine kleine Sternzeichenrunde an mit Aszendenten. Ende.